Peace, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute sind wir wieder in Bodensee und das ist Real Life Part 5, wenn mich nicht alles täuscht. Wir fahren direkt zur Arbeit und mal gucken, was heute so ansteht bei der Arbeit. Ob wir überhaupt Aufträge haben. Das wurde tatsächlich jetzt richtig angenommen, das Praktikum war erfolgreich und jetzt geht's auch direkt zum Arbeiten. Ja, dann fahren wir mal hin natürlich. Ist nicht weit von meinem Zuhause zum Glück. Also da bin ich wirklich sehr glücklich drüber. Kann ich schnell zur Arbeit immer. Oh. Ja, das stört mich, dass hier die Abbiege um die 90 Grad ist. Sollte eigentlich da vorne. Nicht um die 90 Grad. Das ist halt ein scharfer Winkel, sagen wir es so. So, wir gehen hier natürlich. Boah. Oh. Wir wollen hier nicht unseren neuen Wagen demolieren. So, wo parken wir? Ich park mal hier. So. Fahren ganz nach hinten, dass niemand gestört ist. Super Licht aus. Super. Gehen wir auch direkt arbeiten. Ab zum Schere. Was gibt's denn zu arbeiten? Nahe Friedrichshafen. Super. Fahren wir auch direkt hin. Eingeladen wurde natürlich schon. So. Ach, hier sind neue Häuser. Boah, nice. So, in der Grenze zu wohnen wäre auch nicht schlecht, ne? Haben sie schnell hochgezimmert, aber ohne Baustelle. Habt ihr jetzt noch nicht gesehen, die Baustelle? So, hier ist wieder nix los. Also, wir machen das Gate auf. Und warten, bis es oben ist. Und fahren dann auch durch. Dasselbe Spiel hier drüben. Super, weiter geht die Fahrt. Da sind wir auch schon. So. Fahren wir hier rein. Liefern es hin ab. So, super. Sehr gut. Anscheinend hat er immer noch ein Rad draußen. Also anscheinend doch. Irgendwie auch nicht. Nice, wurde gescannt. Ah, wurde gescannt. Und das soll zwar anders sein. Ne, wurde einfach gescannt, okay. So. Dann holen wir auch direkt den nächsten Auftrag. Und tun natürlich wieder arbeiten. Und den Auftrag wegbringen zum Angehörigen. Wir ziehen hier mal links vorbei, weil ich keinen Bock habe, die Gates zu öffnen.
Fahren ja auch mal in der Mitte durch. Super. Wirklich super. Ach, die Logistik war der Party, wir haben keinen Auftrag, stimmt. Passiert, ich bin neu, ich bin neu. Fahren wir direkt ans Tor, dass er direkt einladen kann. Und ich guck mal, was ich kriege, ich hol mir den Zettel mal. So, nach Romanshorn. Das ist ein Flughafen, falls ihr den nicht kennt. Den fahren wir auch direkt hin. Bisher verläuft der Tag ja ganz gut. Und ich denke, ich bleibe bei dem Job auch für die erste Zeit. Und dann gucke halt irgendwann nach einem anderen Job, wenn ich auch meinen neuen Wagen mir hole. Oder danach halt. Weil ich möchte mir einen neuen Wagen holen. Meiner geht es tatsächlich langsam kaputt. Muss schon ein paar Teile auswechseln. Aber das ist halt mit Altwagen so. So, und jetzt weiß ich, wie man hier fährt, nämlich hier rechts, dann hier links, dann nochmal links. Und dann seid ihr schon direkt auf der Straße zum Flughafen. Beim Flughafen solltet ihr nicht langsam runterfahren, sondern etwas schneller, dass ihr hier auch gut hochkommt. Dann habt ihr das auch schon erledigt, ohne Problem eigentlich. Und könnt hier direkt abladen. Genau, machen wir Warmblinker an. Super. Alles klar, dann sind wir auch gleich wieder zurück und holen auch die nächste Fracht direkt. Das hat jetzt 4000 für unseren Chef gebracht und wir kriegen davon vielleicht einen Huni. Schade eigentlich. Wäre schon Multimillionär. Das ist, aber so ist das Leben. Dann fahren wir hier dann. Weiß noch, ob die hier so gut aufheben wie die anderen. Nein, ich wollte was anderes sagen, aber es ist egal. Auch schon getestet. Und wir nehmen wieder die linke Spur hier. Weil hier eh niemand ist. Da sind wir auch schon wieder. Es geht ratzi-fatzi heute. Ach, da ist ein Kollege. Super. Super. Boah, der slidet. Boah, der slidet. Boah, Scheiße. Der ist ganz schön geslidet. So, es geht nach zum Hafen in Terabil. Dann fahren wir auch da auch direkt hin. Ah, der C super. Der repariert sich selber, wie es aussieht. Dann machen wir den Spieß mal andersrum. Wir fahren hier lang. Die Stadt schläft ja anscheinend. Hier ist ja nichts los.
Kommen wir natürlich zum Vorteil, dass die Stadt schläft. Dann komme ich besser durch den Verkehr und bin damit auch viel schneller beim Kunden. Ne? Und umso schneller, umso besser natürlich. Da sind wir auch schon direkt. Super. Super. Dann fahren wir noch zurück und beenden das Video für heute. Ja, fahren wir direkt mal zurück, ne? Anders geht's ja nicht. Serbien auch schon gut im Bodensee eingelebt, tatsächlich. Seit 5 Tagen bin ich jetzt hier. Sehr schön hier eigentlich, sehr schön. Jetzt noch einen schönen Wagen unterm Arsch, dann wäre es sehr geil. So der Reiche hier in der Hood, das wäre sehr nice, aber da bin ich weit weg bisher. Das kommt noch, das kommt noch. Und dein eigener Laden wäre auch was Tolles, wenn du deinen eigenen Laden öffnen kannst. Zum Beispiel Kaffee oder so. Das wäre toll, super wäre das, super. Ach, scheiße, ich vergesse immer, dass das Depot da endet. Ich will immer zu mir nach Hause. Oh Mann, ey. Vielleicht hat der Chef ja noch mal Aufträge. Mal sehen, mal sehen. Judy, dann würde ich sagen, das war's aber für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt noch einen schönen Tag. Tschö. Mit Kö.